Dadurch passt der Schwerpunkt nicht ganz und da kommt natürlich auch Unsicherheit rein, das ist nicht mehr selbstverständlich, aber ich denke, sie hat es in Hinsenbach gezeigt, dass sie da wieder um Podestplätze mitspringen hätte können am ersten Tag und jetzt muss es einfach im Wettkampf mal wieder hinhauen, zwei ordentliche Sprünge. Jetzt ist sie leider schon ein bisschen weit weg wieder im ersten Durchgang, aber ich denke, jeder Sprung, der gut läuft oder ans alte Gefühl rankommt, bringt natürlich auch Selbstbewusstsein wieder. Irina Avakumova, 24 Jahre jung, aus Russland, mit aufsteigender Form in Oslo, belegte sie nach langer, langer Zeit mal wieder einen Podestplatz auf Platz 3. Das dürfte ihr auch sehr viel Selbstbewusstsein geben. Oberstdorf war sie 6., in Sao 5. und in Sapporo belegte sie den 7. Platz. Mal sehen, wie sie hier in Ljubno mit dieser Chance zurechtkommt. Ja, man sieht schon deutlich eben bei jeder Springerin, wir können es vielleicht nachher mal sehen, in der Wiederholung, so ungefähr 5-6 Meter vor der Schanzenkante, da ist dieser kleine Schlag, wo die Springerin doch schauen muss, dass sie den Schwerpunkt behält. Hier genau war dieser Schlag und auch sie hat es nicht ganz geschafft, den Schwerpunkt an der Kante zu treffen, etwas zu spät auf der späteren Seite und das werden wir heute noch des Öfteren sehen. So, Spelle Roggel führt von Nita England und Nika Krishna aus Slowenien. Auch etwas überraschend, aber es hat sich schon angedeutet in der Qualifikation, Hans-Peter, dass die Nika hier richtig gut zurechtkommt. Ja, das auf alle Fälle. Und es sind ein paar Überraschungen mit dabei, die hier zum ersten Mal eigentlich mit so richtig in Szene treten. Und die Nita England kommt eigentlich aus dem Alpencup, ist eine ganz junge Athletin. Und auch Nika Krishna zum Beispiel muss man erwähnen, also wieder mal zwei neue Namen im Weltcup und das ist eigentlich sehr schön, dass es so vorwärts geht. Yuki Ito aus Japan, auch noch jung, 21 Jahre jung ist sie und natürlich die japanische Mannschaft in der Mannschaftsbreite immer gut aufgestellt, aber alles schaut natürlich auf Sarah Takanashi, die heute im gelben Leibchen wieder über den Backen gehen wird, natürlich und keiner zweifelt daran, dass sie in diesem Jahr den Gesamtweltcup wiederholen wird. So, was gibt's Uli zum Sprung zu sagen? Ja, ich denke, sie hat auch ein bisschen Probleme gehabt, eine Antwort wirklich den Schwerpunkt zu halten, wie der Hans-Peter vorhin schon gesagt hat. Und dadurch hat sie nicht die ganze Richtung mitbekommen, die Geschwindigkeit geht hier unten aus. Und das sieht man auch, Braut auch ein bisschen mehr Rückenwind als die anderen vielleicht. Aber da wird es heute für ganz vorne leider nicht reichen. Ich denke, die Schanze wird ein paar Überraschungen heute bringen. Also wie wir schon gesagt haben, ob da wirklich eine Sarah Takanashi heute gewinnt. Ich bin gespannt, also vielleicht schafft es heute doch mal wieder jemand anderes an erster Stelle zu stehen. Ja, vielleicht eine Chiara Hölzel. Wir schauen mal, Hans-Peter, du hast die Liste liegen. Wie weit ist sie in der Probe gesprungen? Also 87,5. Sie hat eigentlich wirklich eine ganz gute Serie hinlegen können, auch gestern in der Qualifikation mit 89 Meter. Und sie könnte durchaus für eine Überraschung gut sein. Ob es denn dann gleich für einen Sieg ist, muss nicht immer so sein. Aber auf jeden Fall kann sie ein Wörtchen mitreden. Ja, sie ist die kleinste Springerin in ihrem Feld. 1,51. Sommermeisterin war sie in ihrem Land. Und hat in Hinsenbach durchaus Nummer 2, Chiara Hölzel. So, jetzt gibt's grünes Licht. Und los geht's. Oi, 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 oi. Jawohl, sehr schön. Also man sieht schon, da guckst du, ne? Ja, da gucke ich doch sehr gern hin, muss ich wirklich sagen. Und man sieht schon, es kann funktionieren, auch mit diesem Schlag hier am Tisch. Aber sie macht es ganz gut, hat auch noch die Zeit, auf den letzten 2 Meter dann den Schwerpunkt in der richtigen Richtung zu halten und dann direkt das nach vorne über die Knie, das ist ja mit das Wichtigste, den Sprung anzusetzen, direkt in die Flugphase. Ich glaube, da war sie sogar selber etwas überrascht, dass es so gut ging. Dann unten deshalb vielleicht auch der etwas nicht ganz so schöne Aufsprung. Irina Avakumova, Maren Lumpi springt momentan auch eine tolle Serie. Hinsenbach Platz 3, Oslo Platz 2, Oberstdorf Platz 3, Lillehammer 3. Sie guckt auch nicht glücklich. Schade eigentlich. 83, das wird nicht reichen, um heute wieder aufs Podest zu springen. Nee, ist eigentlich sehr schade. Schau, wie tief sie eigentlich hier sitzt und dann aber komplett fast einen halben Meter zu spät. Da haut sie ja nur die Knie eigentlich letztlich durch. Sie kann überhaupt keinen Druck an der Kante anbringen und kann hier in der Luft dann nur noch reagieren statt richtig agieren. Da ist der Sprung eigentlich schon direkt 1 Meter nach der Kante fast vorbei. Schade.